Beiden Bauobmänner, die Freiberg Bargaus und zum Wanderverein Hans Haug, der den Schwäbischen Albverein, die Ortsgruppe Tüttlingen und den Heuberg Bargau mitgeholfen hat, wieder zum Leben erwecken nach dem Kriege 1947 und 1948 gelang es ihnen, wieder eine Ortsgruppe zu gründen, mit Genehmigung des Gouvernements, des französischen Gouvernements. Und dann nach dem plötzlichen Tod von Hans Haug übernahm sein Sohn Reinhold Haug auch den Gau als Gauobmann, nachdem er vorher schon Vertrauensmann der Ortsgruppe Tüttlingen gewesen ist. Sei ihr beide, das Andenken an beide, insbesondere auch an den Vater Haug, der ein ausgezeichneter Botaniker war und uns so vieles gelehrt hat. In Dankbarkeit lege ich dieses Blumengebiet hin. Ja, aber 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 ja
Nachbar bist du unterzeugt. Braunen Jura heraufkommen und kann hier heraufkommen. Jetzt sind wir dann noch im braunen Jura, kommen dann dort an den Rand. Da sind dann schon hier die Blaukalke, das ist bei Jura, Braun Jura Gamma. Und da drüben sehen wir dann, über der anderen Berg runter, sehen wir dann Braun Jura Delta. Und dann kommt gleich Kalke. Alle unsere Berge, die hier herum sind, die haben eigentlich diese Weiß-Jura-Beta-Decke. Wir, die Geologen, die sind ja auch unter uns, die haben wir nicht. Da kann man dann sagen, das ist ein Student, ein fahrender Schüler. Als die Burg noch stand und die, oder schon die Ruhe, da sei ein unermesslicher Schatz unten verborgen gewesen. Und fahrende Schüler können ja, wenn sie irgendwo an so ein Tor kommen, wo unterirdische Schätze sind, leicht das öffnen. Die gehen eigentlich von selber auf, wenn die kommen. Und die, er hat dann zwei Bauern engagiert von Seidingen, die mit dieser Pudel, da steht er, dieser Pudelhund, der lag auf dem, aber der hat auch, wie das bei fahrenden Schülern der Fall ist, dem fahrenden Schülern nichts getan. Selbst Hunde gehen denen aus dem Weg. Und leicht ansteigt auf dem Lupfenturm, ist man ganz genau auf 1000 Meter Höhe. So ist der Lupfenturm gebaut. Und hier die Orte, weil man da unten, das ist Gunningen auch unter Kalb, unter Karpfen und eine Siedlung, die auch im Zusammenhang mit dem Karpfen entstanden ist. Da drüben Dura mit Grossingen, ganz weit hinten sehen wir dann noch Schwenningen. Da drüben in der Richtung und dann der berühmte bei Bad Dürrheim, dieser Rauch, das ist diese, die kennen die ganzen Rosen. Und ein Tuttlinger Lehrer, der Everist Rehpolz, der ist der Kenner der Rosen. In den 20er Jahren war er der beste Kenner der Rosen überhaupt und heute noch, der Professor Timmermans, wer den kennt, von Rottenburg, auch Alpfreiner, heute noch wird auf diesen Rehpolz zurückgegriffen, denn er kannte 20 Sorten, 20 Wildrosenarten hat er hier im Donautal bestimmt. Jetzt sehen wir hinüber an den Alp drauf, die weißen Birnen des Alp drauf. Und nun muss man sich ja denken, das haben die Geologen ja und hast du gemerkt, ob er direkt war? Oder? Getragen wurde durch Erosion und da wurde das Ganze zurück, der Alp drauf. Da drüben also der Dreifaltigkeitsberg, weil der dann die Berg, die Waldfahrtbrücke sieht aus, wie eine Burg. Wenn man dann die Meisinger manchmal, der Dreifaltigkeitsberg, als eine Burg gefunden. Ich habe mich nicht so gut angefangen.
Wir freuen uns ausgesprochen, dass wir heute hier den Geburtstag des Schwäbischen Albvereins Tuttlingen einläuten können. Es ist für uns eine Ehre und ein Vergnügen. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben es ja entsprechend angekündigt, von Theodor Heuss geht ja dieses Wort. In Altwürttemberg käme der Hauptausschuss des Schwäbischen Albvereins unmittelbar nach dem Evangelischen Kirchenrat, das heißt also noch vor der Landesregierung des bodenständigen Bürgertums dieses Landes. Schwäbischer Albverein ist schon früh das grüne Gewissen und das Herz dieses Landes gewesen. Das grüne Gewissen schon in einer Zeit, als man von Theodor Heuss, er sprach ja vom Schwäbischen Albverein als dem schwäbischsten der Vereine, der sicher wie die alte FDP dieses glückliche Mischungsverhältnis, er sagte, das ist etwas Beck und etwas Apotheker, also das bodenständige Handwerkertum, die freien, die Menschen, die sich... Wir müssen es auch vorsichtig behandeln, Frau Lange. Nein, es ist nicht schwer. Es ist aber auch nicht leicht. Wir haben es vorsichtig transportiert und ich habe also einen größeren, ist also etwas ganz persönlich von mir, weil ich nun also meine, habe Ihnen ja vorher eine der sieben Glückseligkeiten verraten, das ist also eine zweite. Es handelt sich, ich glaube morgen haben Sie einen Markt mit Spezialitäten. Und da sind ja sicher Schupfnudeln und lauter so Sachen, die man natürlich öfters einmal kriegt dabei. Aber nicht dieses, was da drin ist. Es handelt sich um einen echten schwäbischen Grießkuchen. Wer ein bisschen sich auskennt, also nicht im Wurstkessel, sondern in der schwäbischen Küche und Kochkunst, der weiß, es handelt sich also mehr, also um noch mehr, um einen, also, ich will jetzt nicht sagen, Käsekuchen hoch drei oder so, auch das kann man eigentlich schlecht sagen, das ist also etwas richtig Gutes. Es ist süß, es ist habhaft. Ich habe bei vielem angestrengten Nachdenken kein besseres Geburtstagsgeschenk eigentlich finden können. Und der Schmiedbeck in Gommerlingen, der ja hoch dekoriert ist als Beck, der hat es heute Morgen hergestellt. Er ist fast noch wach.
aus Indien stammen. Ein Lehrer in Riedöschingen hat sie adoptiert vor 20 Jahren. Tullalala, brummelt der Stau. Drum Mädel, nimm ein Junge Ruhr und lass den alten Stau. Denn junge Burbe gießt mit nur kastalte Fahre lau. Trullala, trullala, trullala. Trullala, kastalte Fahre lau. Drum Mädel, komm nur her zu mir, ich nimm die Fest in Arm. Bei mir, da musst nicht schnatterer, bei mir, da hast es warm. Trullala, 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 bei mir, da hast es warm. Wo sie sich hier sprachlich schwäbisch befindet. Hierdurch geht nämlich die Sprachgrenze zwischen Alemannen und Schwaben. Die kommt von Baden-Baden her, geht über Schramberg, geht hier bei Rottweil vorbei, geht bei Richtung Tuttlingen, zwischen Tuttlingen und Möhringen durch, geht dann Richtung Stockach und geht dann hinüber ins Oberländische. Und das ist dann das Schwäbische, das Bodensee-Alemannische. Und wir hier sind die Schwäbischen. Auf der einen Seite vom Karpfen rüberwärts, da guckt man ins Schwäbische rein. Wenn man da hinüber schaut, auf die andere Seite, guckt man eigentlich schon ins Alemannische herein. Und da möchte ich sagen, wie die Zusammenhänge geschwind sind, das muss ich Ihnen mit ein paar Beispielen deutlich machen. Und zwar, vor 1000 Jahren haben wir hier in der Gegend überall noch gleich geschwätzt und gleich gesprochen, nämlich von Zürich bis Stuttgart gab es nur die eine Sprache, nämlich das Mittelhochdeutsch oder das sogenannte Stauferschwäbisch, bezeichne ich es heute. Und unsere, das ist auch die Minnesängersprache, von der wir reden. Und wir haben ja, du hast einen schönen Rusch. Dann hat noch er gesagt, Frau, jetzt gefällt es mir gerade, dass er dir auch gefällt. Die schwäbische Neuerung war also eine Art, eine Diphthongierung, sagt man da dazu. Diese Diphthongierung werde ich danach noch am eilig zum Arzt und mittlerweile Eisbeil richten, sonst pfeife ich bald auf dem letzten Loch. Das kann ein Schwabe nicht sagen. Wenn wir das enge Ei haben, bei uns heißt es, ja, Leibschmerzen. Ich will dann mit einem normalen Satz sagen, ranzuweht, wenn man besser sagt. Seidenstecher und muss leider, das sind das enge Ei, leider, und ich muss eilig zum Doktor und mittlerweile herrscht man Eisbeil richten. Das heißt, sei noch zu sein Weib. Und die, genau, Weib ist auch so ein Wort. Mit dem engen Ei, nämlich das Eisen, das Weib, die Zeit, mein, das sind lauter Wörter, die erst vor 700 Jahren in unsere Sprache hier hereingekommen sind. Und die sind entstanden aus dem langen I der Minnesänger, der alemannischen. Nämlich aus Isen wurde Eisen, aus Wieb wurde Weib, aus Zit wurde Zeit. Das ist das junge Ei, das wir hier bei uns dann haben. Wir ein Schwabe kann ja zu alemannisch tanzen, ich war so zum Verschen ausgucken. Da ist einer dabei gekommen und hat gesagt, was tust du da eigentlich so? Und er hat gesagt, ich guck zum Fenster noch. Und er hat gesagt, ach, ich schick dir mal eine Fee. Da hast du dann drei Wünsche frei. Schwupp, war eine Fee da. Und er hat gesagt, was wünschen Sie? Hat sie gefragt und er hat gesagt, ach, er möchte mal gern nach Hawaii. Zip, waren wir schon in Hawaii. Und war ein Vierteljahr später ist die Fee wieder gekommen, hat gefragt, wie geht's? Und er hat gesagt, wunderbar. Haben Sie noch einen Wunsch? Einen zweiten? Ja, noch einen. Ich hätte dann so eine Hawaiianerin da. Das war auch schön da unten. Ja. Gut, schwupp, war eine Hawaiianerin da. Vierteljahr später ist die Fee wiedergekommen. Hat gesagt, wir haben noch einen Wunsch frei. Hat er gesagt, oh, jetzt möchte ich eigentlich mal gar nichts tun. Schwupp, hat er wieder zurückgelegt zum Pferdchen. Im Nest liegen bleiben und Sonnenbegräse dort Fensterscheibe, an Kaffee hocken mit Ei und Schunke, an Topf einbrocken, vielleicht auch Dunke, in Stube schlappen und Unterhose im Haus rumtappen, sich an nichts stoßen, faul sei zum Schwätzen und zum Dichten,
nichts verhetzen, gar nichts verrichten. Bloß darauf gucken, dass ihm nichts fehlt, auf alles spucken, was ihm nicht gefällt. Glutzkist abschalten mit allen Sender, ein Schwätzle halten mit Weib und Kinder. Und ja nicht schwitzen, an gar nichts denken, an Stammtisch sitzen, Viertele tränken. Albach um Bilder vor sich erleben und der Frau einmal wieder eine Ahnung geben. Wenn ich weiß, was eine Ahnung ist, das ist, wenn man zwei Backen aneinander reibt. Vom Honig schwer geht oder Luft, der Wald ist sammet quer. Es sind die hellsten Nächte im Jahr, der Tag licht fast nicht aus. Jasminrauch hangen in die Haare am Abend vor dem Haus. So süß und würzig Lände blüht, es summt der ganze Baum. Da geht jetzt durch Herz und Miet ein schöner Sommertraum. Das Frischhei schmeckt von der Wiese her, vom Hausfürst Amseltee. Das ist, wie wenn's verzaubert wär, wie das Paradies so schön. Mit Margarete und mit Kleid, na frei wie fast wie ihr kennt. So ein Bauerwies, recht bunt, wo nur jedes Kreidle kommt. Herzhaft, würzig, kräftig, gesund, wo für Vieh und Menschen frommt. Der Wiesesalbei für den Hals, Zauberampfer, Hafermark, Johanniskraut für Ehl und Schmalz und Kamille wunderstark. Wägerich und Bibernell, Odermännig, Chimia, Hirschendäschle und Brunell, Pfefferminz und Löwenzahn. Ob Durchfall oder Hautausschlag, Herzbeschwerde, Bluterguss, Rheumatismus, Fiebertag, Milchmangel oder Überfluss. Für jedes wenig geht's ergraut und Gesundheit wehst am Werk. Und wer nur der Natur vertraut, spart viel der Apotheke. Und dann hat seine Frau gesagt, Mann, wir müssen sofort nach Dudlingen ins Krankenhaus. Da sind sie über den Berg ab, sie hat den Scharfschutz und dann erkannt. Und dann sind sie ohne Ende Zug eingestiegen. Und dann hat sie gesagt, hock ganz riebig danach und regte it. Ich muss bloß, wenn du es glaubst. Da ist das Ziegel gefahren, zu Nettingen, Nordbahnhof war gelangt. Ich komme aber der Schaffner ist gekommen und hat gesagt, guter Mann, muss Ihnen eine schlechte Mitteilung machen. Ihr Frau hat vermutlich die falsche Tür verwischt. Die ist vermutlich zum Zug rausgegangen. Dann hat er gesagt, et grad wo ich nicht lachen kann. Ist einfach ein Monat da in dem Ort. Aha, so will man das hinausmachen, als Biblik sagt, doch. Ohne Schuldes sind wir 300, mit Schuldes sind wir 3000. Unsere Schuldes ist nämlich mehr null. Und der andere, wo der Schuldes und der Amtsdiener hätten mal schön miteinander reingekehrt. Hätten öfter miteinander reingekehrt, gell? Und wenn sie gerade im Publikumsverkehr kennen, das war ja nicht so groß um Heimwerk, da ist in der Woche mal einer gekommen. Und jetzt sind sie an den Boxen geguckt und dann sind sie miteinander heim. Und war schon feister, gell? Und an dem Tag hat also tatsächlich der Amtsdiener der Gräser erkannt. Und der ist ja der Schuldes näher gekommen. Und der Schuldes hat gesagt, ja du sag mal, du hangest ja mich nach, wie wenn ich ein Laternenpfahl wäre. Na, hat der Amtsdiener gesagt, oh Schuldes, das merke ich schon, weißt, dass du kein Laternenpfahl bist, weißt. Sonst müsstest du nämlich oben ein bisschen heller sein. Heute noch, wenn man dann so ein gutes, leibaches Brot hat oder ein frischer Leib und da ein Gesellz drauf, so ein richtiges gutes Gesellz, das ist halt eine Sache. Und
Immer, also Grenzbrot, heute, ich weiß nicht, ich mag es saumäßig gerne, nicht, aber ich balle halt Zucker, gell, da haben wir ja. Zeig's mal. Also, auf jeden Fall immer Gesetz vor alle Abend. Aber hausgemacht muss es sein, mit dem Bär aus eigenem Garten und auch Wildfried zwischenein. Zwischen Gesetz und Gesetz vor Plomme, Brechtling, Treible, Heckebär, jedes ist mir gleich willkommen, ich bring jedes Gesetzglas leer. Und kann ihr Gesetzbrot kriegen, so wie nur zu Mutters Zeit, lass alles andere liegen, legt die Teilwurst Wurst auf Zeit. Zum Kaffee muss Gesetzbrot geben. Gesetzbrot in der Schule zur Pause, wenn er nachher Finger bebt, Gesetzbrot ist mein liebster Schmaus. Oft bin ich zum Nachbrot schliche, Heling, Dummwitsch, Schwind ums Eck. Durch hab mir ein Gesetzbrot gestrichen, das hat noch ganz besonders geschmeckt. Ich kann gerade vom Selbstbrot leben, so han ich ein Selbstbrot frei. Von mir aus kann das Selbstbrot geben, Alltag bis in Ewigkeit. Gleich zum Frühstück geht zum Ranker um den Lorbrombus der Gau. Und da will ich herzlich danken, wenn ich Alltag Selbstbrot hau. Stundenweit schon schmeckt, der Knoblauch ist als Pflanz entdeckt, wo Alltag hilft bei alle Leiden, darum nennen uns auch viele Neide. Es geht in flüssig und in Wickle, in als Pille und in feine Stickle, am besten aber ist man dran, man wendet dann natürlich an. Ein Zehe mit dem Honig drauf, das weckt ja beinahe tot. Ein bisschen Knoblauch bringt ihm nur jedes Gericht der rechte Kuh. Und wenn man wieder dichter geschur, da hilft ein rechter Knoblauchkuchen. Und wenn sie lieber nämlich stimmen, dann muss ich einen zähen Knoblauch finden. Der sich von Alters her verbirgt und hat schon bei den Römer gewirkt. Und was die Alte hilft mit Gott, das hilft auch bei uns, Elbund. Sogar beim Pyramidenbau, das ist also auch nachgewiesen. Da haben die Sklaven nichts mit da, so lang bis sie Knoblauch gibt, wo ihnen neue Kraft gebracht hat. Sind manche aber auch bedenken, die Monate der grausig stinken. Und schreie gleich, und jedes bleibt mir mit Knoblauch los vom Leib. Doch, ich gebe da gar nichts drauf. Mir weckt das Lebensgeister auf. Bei mir steht er in höchste Ehre, da möchte ich auch nie entbehren. Am besten ist man gleich zu zweit, da kommst du nicht von hergehalten. Die andere soll dann dreimal Schluck auf sich kurz nehmen, Nas zudrucken. Ein Knoblauch brauch ich bis zum Schluss, wenn es sein muss, ohne Frau und Kuss. Ihr werdet sehr, ich werde mit dem so steu alt wie Methusalem. Da hätten sie dann doch noch sich genehmigt, einen Rundflug auf dem Klippeneck und zwar mit einem Segelflugzeug natürlich. Paaren fliege ich grundsätzlich nicht, die schreien immer so saumäßig, wenn man Kirchen dreht. Dann sagt, nein, hat er gesagt, sie dämen, die überhaupt nicht schreien. Und sagt, gut, dann probieren wir es. Dann sind sie eingestiegen, gell? Und dann ist der ganze Heiberg wunderbar rumgeflogen, gelandet. Na, der Pilot sagt, also das muss ich sagen. So leise war es in meinem Flugzeug selten einmal. Na, er gesagt, Herr Flieger, jetzt will ich Ihnen schon sagen, bei der Saukurve muss ich da treten. Da, wo mein Weib auskagelt ist, da hätte ich fast einen Scheu abgelassen.
begeistert und auch natürlich dann auch die Konkurrenz von der Kirche wird glücklicherweise bei einer Gottesstundenpreise übertönen, vor allen Dingen in die Türen kommt. Ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu dieser kleinen Kirchenführung mit anschließendem Orgelspiel. Ich heiße Paul Geisel, ich bin Kirchengemeinderat dieser Stadtkirchengemeinde und insofern etwas mehr mit der Kirche vertraut, als ich bei der zweiten Renovierung, ich komme dann nachher auch in meiner kleinen Erzählung darauf, betraut war mit der Baubetreuung des Umbaus. Also ich war so Makler zwischen, oder Vermittler zwischen Kirchengemeinderat und Architekt. In dieser Zeit ist mir natürlich die Kirche lieb geworden. Ich habe vieles entdecken können in der langen Zeit, die ich hier war, die vielleicht die einem anderen möglicherweise nicht so gut waren. Das sind ganz typische Jugendstilmerkmale. Es waren noch mehr in der Kirche. Nicht nur Türen und Fenster, auch außen hat man die Kirche bemalt. Ich sehe sie leider bemalt so viel davon, weil die Stadt ja durch Abgase, durch Fahrzeuge und so weiter. Leider schon wieder sehr verschmutzt, aber Sie können es noch erkennen, dass also auch außen die Restauratoren damals sehr viele Blüten und im Innern übrigens war auch noch der Fußboden damals interessant. Manche haben gesagt, das ist so Waschküche-Fußboden, aber er war hochinteressant von den Platten her. Er musste aber leider bei der zweiten Renovierung weichen, weil hier eine große Heizung eingebaut wurde. Unter ihnen befinden sich lauter Luftschächte und man konnte diese Platten nicht erhalten. Eine ganz typische gebaut, hier wird also eingegrast, die Platten erwärmen sich und am Sonntag haben sie schön warme Füße und der Topf ist immer noch klar, um ein paar so höher zu können. Das ist eigentlich das Richtige, wenn sie um den Kopf mit Warmluft Wasser an den Bildern herab und die hatten sehr gelitten. 1973 begann der große zweite Kirchenumbau und zuerst wurde der Turm renoviert. Der Tuffstein war sehr verwittert, er musste gefestigt werden. Man hat auch aus Beton eine neue Plattform geschaffen für die Glocken. Dann wurde das ganze Äußere renoviert.
Dank für den Beifall. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mikalis, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident Schönheitsgruber Mikalis, sehr geehrter Herr Präsident Stoll, sehr geehrter Herr gerade vernommen, ich habe Herrn Präsident Stoll begrüßt. Herr Stoll ist der neu gewählte Präsident des Schwäbischen Alpvereins. Sehr geehrter Herr Landrat Kolle mit Gatti. Sehr geehrter Herr Moser mit Gatti. Namentlich begrüße. Sie sind alle sehr, sehr herzlich hier willkommen im Saal. Was Sie gerade miterlebt haben, das war live. Bei uns ist eine Panne passiert mit der Reservierung. Wir mussten etwas aufstuhlen und aufrücken. Bitte verzeihen Sie einmal diesen Umstand, vor allen Dingen die Gäste, für die wir eigentlich reservieren wollten. Aber Sie sitzen jetzt trotzdem vorne und ich hoffe, dass Sie Ihre Freude am heute. Wenn der Schwäbische Alpverein, die Ortsgruppe Tuttlingen, heute das 100-jährige Jubiläum feiert, dann ist das ein besonderer Grund zur Freude. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir zu dieser Feier, zu diesem Jubiläum, so einen ganz, ganz herzlichen Dank sagen. Und ich bitte das auch Ihrer Mannschaft weiter zu sagen, diesen Blumenschmuck hier in der Halle, Sie werden nachher in der Bühne auch noch diese tollen, wunderbaren Geschenke sehen, die sind von der Stadt. Liebe Gäste, Sie hatten heute Nachmittag Gelegenheit, in der Innenstadt eine kleine Hockende zu erleben. Ich hoffe und wünsche, dass Sie morgen, die Hocke ist morgen größer, auch viel Spaß und Freude daran haben. Sie haben heute Volkstänze in der Stadt gesehen. Die Volkstänzer hier werden Sie etwas vermissen. Die haben ein eigenes Fest drüben in der Aula und feiern dort. Die Jugend feiert im Vereinstreff mit einem kleinen Kunst- und Discoabend. Wir fahren hier dreigleisig und entsprechend groß war die Organisation. Und wenn es irgendwo nicht so geklappt hat, wie Sie sich das vielleicht wünschen oder wie wir uns das gewünscht hätten, verzeihen Sie uns das im Voraus oder im Nachhinein, sind Sie gnädig mit uns. Natürlich mit technischer Hilfe für diese Fertigung des Aussichtsstands. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Herr Hummel. Richten Sie es Herrn Unterklim, Herrn Professor Dr. Dr. Unterklim aus. Ich hatte gestern auch Gelegenheit gehabt, mich bei ihm noch zu bedanken. Aber ich möchte es einfach hier in diesem Rahmen sagen. Wir waren erfreut und glücklich über diese Unterstützung. Einmal von der Industrie, von Ihnen, von Esculap und auch von unseren Mitgliedern, von der heimischen und von den heimischen Unternehmern. Also ein herzliches Dankeschön an alle. In diesem Zusammenhang muss ich einfach noch zwei Namen erwähnen. Einmal meinen Stellvertreter Max Baude, der diesen Aussichtsstand geplant und vor allen Dingen diese herrlichen Panorama-Gravuren geschaffen hat. Er hat in diesen Aussichtsständen viel Mühe und Liebe verwendet und ich meine, es ist ihm sehr gut gelungen und ich möchte mich an dieser Stelle öffentlich einfach auch bei Max Baude recht, recht herzlich dafür bedanken. Grußwort von Herrn Oberbürgermeister Kulacek und unseres Ehrenpräsidenten, die Herren Präsidenten haben sich die Arbeit noch geteilt für die Hauptversammlung, ist der ehemalige Präsident Professor Dr. Schönheitsgruber noch zuständig. Kommen noch zwei kurze Grußworte und dann beginnen wir mit unserem Spiel. Ich wünsche Ihnen für den Abend viel Freude, viel Spaß und hoffe und wünsche, dass Sie uns morgen bei der Hauptversammlung bei den Veranstaltungen, die morgen noch sind, auch mit begleiten und dieses Fest hier in Tuttlingen
zu einem wahren Fecht, zu einem Altfreundsfecht, zu einem Fecht der Bürger der Stadt und des Umlandes und ein Fecht für alle werden lassen. Danke Ihnen. Und Wanderfreunde hier zu sehen. Entschuldigung, auf dem Programm steht kein Grußwort. Ich sage trotzdem eins. Ich muss doch meinen Jubiläumscheck loswerden. Was den wir auch machen, wenn ich so ein schönes Geld, was der Gemeinderat beschließt und mich ermächtigt, es dem, zu laut, zu leise, ja, dem Altverein zu übergeben, kann ich mit wieder mitnehmen. Deshalb habe ich gesagt, Herr Lang, lassen Sie mich kurz ein Wort sagen. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, herzlich gratulieren zu 100 Jahren Altverein, die sich in Tuttlingen sehen lassen können. Eine tolle Leistung, einen solchen Verein als Bürgerbewegung, als Volksbewegung über eine so lange Zeit mit Aufgaben, mit Leben zu erfüllen. Und wie der Altverein lebt, haben wir heute alle gesehen, auch die, die gar nicht wussten bis dahin, was stattfindet, was in der Stadt stattfindet. Jeder hat es wahrgenommen heute. Sie haben die Stadt umgekrempelt und ein Stadtfest daraus gemacht. Viele sehen vielleicht auch, dass die Stadthalle hier arg klein geraten ist. Arg klein für solche Anlässe, meine Damen und Herren. Ich will aber keinen Wahlkampf machen für irgendwelche kommunalpolitischen Themen. Aber es ist ja allemal schöner, wenn man ein wenig rutschen muss, weil zu viel da sind, als wenn man zu viel Platz hat und der Saal leer ist. Und Sie haben gut improvisiert, Herr Lang. Aber da sieht man, es ist schon schwierig. Ich muss auch sagen, mir gefällt es sehr gut mit dem Blumenschmuck. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch sagen, nach 100 Jahren, die hier in Tuttlingen dieser Altverein gewirkt hat. Das ist eine Bewegung aus der Bürgerschaft heraus. Ich habe mal zusammenrechnen lassen, wir haben alleine in unserer Stadt Tuttlingen, auch meine Damen und Herren vom Landesverband, 230 bis 260, so genau haben wir uns auf die Stelle nicht einigen können, Wege, auf denen man wandern oder Radfahren oder spazieren gehen kann. 250 Kilometer rund, man stellt sich das mal vor, das ist einmal Stuttgart und zurück über die Autobahn, die wir hier versorgen und vieles wird von Ihnen gepflegt. Sie alle wissen es bestens, welches Hineinwirken der Altverein geleistet hat in unsere Tuttlinger Bürgerschaft, möge es so bleiben. Mit dann nicht ganz toll, aber wir können es gebrauchen. Liebe Wanderfreundinnen, liebe Wanderfreunde, Hans Sachs hat einmal gesagt, tritt fest auf, mach's Maul auf, hör bald auf, ich will's tun. Ich gratuliere Ortsgruppe Tuttlingen sehr herzlich zum 100-jährigen Jubiläum. Und da gehört natürlich eine Urkunde dazu, die ist natürlich billiger als der 1000-Mark-Scheck, aber wertvoll. Drei Unterschriften, zwei davon bereits ausgeschieden. Deshalb ein historisches Dokument. Der Neue hat natürlich auch unterschrieben, aber zwei, der obere und der untere, sind weg. Herzlichen Glückwunsch, raus ist gesund. Und wenn ich schon ein Dankeschön sage, bin ich beim Gratulieren. Lieber Herr Max Rummel, der ist im Moment ein bisschen entgegengekommen, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich nehme an, dass Sie zwar die Schwäbische Alb sehr gut kennen, aber vielleicht können Sie trotzdem etwas gebrauchen. Das heißt, im schwäbischen Buch kann man um den Checker, hat er schon eins. Ein großes Buch der Schwäbischen Alb. Mit herzlichem Dank für all das, was Esculap an der Ortsgruppe, für die Ortsgruppe Tuttlingen getan hat. Herzlichen Dank und einen schönen Abend. Tuttlinger Mundart vorzutragen. 100 Jahre lang Altverein und Hauptversammlung noch dazu. Das Gaudigrab bloß so vorbei, da geht es auch noch zu feiern genug. Und wenn man das noch so verwischt, dass das LSBS im Städtli ist, dann darf man das Fest nicht versummen. Und Els, was etwas ist komme. Was Rang und Name hat, ist da, wo man jetzt Els begrüßen soll, Wanderer von fern und nah. Ich sag jetzt einfach Els, grüß Gott. Dann hoffe ich, dass Els mit gemeint sind, der Alt und auch der neue Präsident. Ich grüße jede Wanderfrau und Wanderfrei natürlich auch. Ja, 500 nach Christus.
Hier bei uns haben die Römer das Land besetzt, Straßen und Burgen gebaut, sowie Wachtürme und Grenzbefestigungen erstellt. Ganze Völkerschaften und Stämme aus Nord- und Osteuropa verließen ihre Heimat und zogen nach Westen und Süden. Eine große Völkerwanderung hatte begonnen und veränderte die Landkarte des damaligen Europas. Einer dieser Völkerstämme waren die Alemannen, welche bis hierher zogen. Jetzt sind wir schon seit Sonnenaufgang unterwegs und Tag für Tag und schon seit Morgen und jetzt haben wir bald Nebelungen und wir sind noch immer auf Wandersache. Jetzt sind es noch ein oder zwei Mal, dann wären wir Kälte und Schnee hier. Schauen wir nur an unsere Frauen und Kinder, auch die können bald mit. Sehr streifen uns die wilden Reitervölker von der Hunden in Westen. Dort versperren uns die Franken und die Burgunder der Reitermänner. Gen Süden sperren die Römer ihre Reiter. Ja, wo sollen wir auch noch nach? Ja, Gutilo, du bist unser Siegmeldester. Sag du uns, wie es jetzt weitergehen soll. Männer und Frauen vom Volk der Alemannen, auch ich sehe die große Milch, bin ich immer mehr zu Politik. Wir warten, wie es weitergehen soll. Sollte man zuerst noch ein bisschen festbrot. Denn wenn er weiter kommt, Thank you.
Der Mann aber, der gerade so viel von der deutschen Sprache verstand, wie der Fragende von der holländischen, nämlich nichts, sagte kurz und schnauzig, kann ich verstehen. Dies war ein holländisches Wort, oder drei, wenn man es recht betrachtete, und heißt auf Deutsch so viel als, ich kann euch nicht verstehen. Zu sehen und zu betrachten, bis endlich ein großes Schiff seine Aufmerksamkeit an sich zog, das vor kurzem aus Ostindien gelangt war und jetzt eben ausgeladen wurde. Kisten und Ballen wurden an Land gebracht und Fässer voll Zucker und Kaffee, voll Reis und Pfeffer herausgewälzt. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, der eben einen Sack auf der Schulter heraustrug, wie der glückliche Mann heiße, dem das Meer alle diese Waren an das Land bringe. Da lachte er. Da schaut's heraus, dem das Meer solche Reichtümer an Land schwemmt, der hat gut solche Häuser in die Welt zu stellen, mit solchen Blumen vor dem goldenen Schein. Jetzt ging er weiter. Plötzlich kam unserem guten Freund ein Leichenzug entgegen. Ein langer Zug von Freunden und Bekannten des Verstorbenen begleitete den Toten bei seinem letzten Gang. Paar um Paar verhüllt in schwarze Mäntel und stumm. Jetzt ergriff unserem Fremdling ein wehmütiges Gefühl, das an keinen Menschen vorübergeht, wenn eine Leiche sieht. Er zieht den Hut, bleibt mit dem Hut in den andächtigen Händen stehen, bis alles vorüber war. Doch macht er sich an den letzten heran vom Zug, der eben in der Stille ausrechnete, was er an seiner Baumwolle gewinnen könnte, wenn der Zentner um 10 Gulden auf... Das muss wohl auch ein guter Freund von euch gewesen sein, dass ihr so nachdenklich und betrübt mitgeht. Kann nun verstanden. Da fielen unserem guten Tuttling ein paar große Tränen aus seinen Augen und es war ihm auf einmal schwer und doch auch wieder leicht ums Herz. Armer Herr Kanutusgang, was hast du nun von all deinen Reichtümern? Was ich auch reich von meiner Armut bekomme, ein Totenhemd und ein Leintuch und all deinen schönen Blumen, einen Rosmarin auf die kalte Brust oder eine Raute. Und die kostet mir heute auch noch. Wenn ich so ein Tor ist, kein Schmied, da geht das Material nicht. Da kann ich es nicht mehr verkaufen. Da kann ich es gerade da in Schrott hineinlaufen. Wenn das noch und Kosten sieht, dann fängst du nicht. Du, da kennt ihr nichts. Da langt sogar noch von mir, wo ich seid's nicht hochfliegen. Anstraß! Scheiß! Du, wenn ich ehrlich bin, ein wenig Respekt steckt schon noch in meinen Knochen. Besonders heute, wo ich etwas ganz Wichtiges mit ihm besprechen soll. Wenn es wichtig sei, ja, gibt es auch bitte mal links anfragen, um was es sich da dreht. Das verstehst du sowieso. Und außerdem kannst du es Maul halten. Ich kann schweigen wegen nach. Jetzt komm, Gottfried. Es sind doch keine Leute, die frei sein. Jetzt komm, sagen wir es halt. Ja, wenn ich auch kein Urgeist, dann will das halt sagen. Aber das Maul halten. Ihre Sache. Also, ich will heute die Master kündigen. Was? Oh je, da wird ich dich in deine Raum stecken. Ich halte nicht mehr aus da hinten. Ewig bloß Messerschmiedel, mal große, mal kleine. Und diese Level lang, das ist nichts für mich. Ah. Ab und zu, wenn ich lerne, im Pfauen am Stammtisch sitze, da kommt der mal wieder der Johann Georg Stotz. Ah, das ist doch dasselbe, wo schon in der ganzen Welt umeinander rum ist. Genau der Mann. Na, wenn der dem mal erzählt, wenn er schon. Wenn dein Vater auf Wanderschaft gegangen ist, raus aus dem engen Städtli, dann vergisst er mir beinahe zum Schnauben, so spannend ist das. Bis Paris ist der Kumm aus seiner Wald. Bis Paris? Ja, wenn er seine Messer verkauft hat, an die Leute, dann war
war unter denen auch ab und zu ein Doktor dabei. Und von denen studierten Reichskittel, da hätten wir noch gefragt, ob er mit ein paar speziellen Messer und Haken machen kann. Was sage ich mit denen, wo sie an Leid umstiften? Überhaupt, war denn hier so wichtig von Zellen der Hand, hä? Hallo, der Gottfried ist hier! Hört mein Stil! Denkt an meine Ehrenwort! Was mein Ehrenwort? Bitte zu meinem Freund, sag mal los, ich. Ja, Mann. Irgendwann sagen wir uns ja doch. Dann sage ich halt hier und gleich. Ich will mein Arbeitsverhältnis bei den Kindern. Was heißt du? Habe ich richtig gehört? Kindige wie du? Ja, in die Wanderschaft will ich auch. Noch sind die Welt gewählt. Mal, da wollen wir so schöne Haben. Und im Donnertal. Oder Drobel vom Heimberg. Wunderbar. Aber am allerliebsten. Da bin ich auf unserem Tuttlinger Hausberg oben. Auf dem Witthof. Und da. Da siehst du rein. Donner der Bodensee. Die ganz alte Kette und Tee. Hey, wenn ich da noch mal in den Winkel schwinge, da packt er mit Harz von mir. Und ich glaube, wenn ich auch so eine schöne Haube hätte, ich hätte mich schon längst überwältigt und vortragen. So, jetzt will ich mal aus dem Weg machen. Hey, dort nenne ich gar nicht der Vito. Die hat auch so Bilder angefangen und das muss jetzt endlich mal fertig werden. Ja. Ja, sag ich doch selber. Ist das nicht der Chef weggehört? Jetzt müssen wir doch gerade mal. Aber so froh bin ich gar nicht. Wisst ihr doch, die beim Hegau, da am Rollstuppel, da fesselt sich die Baumaschine in der Basalt rein und hat schon einen von den drei stolzen Gipfeln zerstört. Ganz schlimm ist, die werden die bloß anstarten. Nein, die werden den ganzen Berg abgraben. Ha! Da sage ich, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Jetzt stellen wir euch mal vor, da ist noch von EP, gell? Da, bloß eine leere Leiche. Da können wir euch das vorstellen. Das ist doch unmöglich. Alles klar, doch nicht. Man kann doch nicht bloß im Berg abfahren. Was hast du eingehören? Ich habe noch einen Gerdenbrinkkehr, den bringe ich mit. Dann machen wir Bärle und sonst den Regen. Einfach ein kleines Bärle, einfach eine kleine Wanderung. Ich will das recht so einfach werden. Wisst ihr, dass wir für beides eine Genehmigung brauchen? Ja, wenn das so ist, dann gehe ich morgen auf das Gouvernement und regle das. Wenn das kann, dann bringe ich von dem Buschbrauch. Schon. Ich bin so arm wie eine Kirchenmauer. Und traurig, weil ich auch gar nichts dazu beisteuern kann. Das heißt, meinen Beitrag annehmen würde, darüber würde ich mich freuen. Lena, Sie sind genau das, was wir verfolgen. In der Runde der Zeit guckt doch jeder bloß, dass er ein bisschen besser hält. Aber wie heißt das kleine Sprichwort? Der Mensch steht nicht nur von Brot allein. Also, ich meine, Sie sind für die kulturelle Betreuung zuständig. Und wir schauen danach, dass unser Nagel, wenn Sie den nicht wieder uns wird, gefangen wird. Ja, Mensch, Willi, ich werde verrückt. Du sprichst ja. Doch, pass beiseite. Ich freue mich schon narrisch auf unsere nächste Wanderung. Wenn jeder noch kräftig Mundpropaganda macht, dann wird es bestimmt eine tonnige Sache. Und ich meine, da jeder bringt noch fünf Wander gold mit auf die Beine. Das müsste gehen. Mach, das schaffen wir. Und ja, das wird so ein paar B sein. Also, Schluss für heute. Oh.
Wichtig, die Natur, die Heimat und das Wandern. Möge dieser Dreiklang das Geburtstagskind in das zweite Jahrhundert seines Bestehens begleiten. Tüchtige, rührige und gleichgesinnte Wanderfreunde mögen seine Geschicke bestimmen und gestalten. Möge es immer gute Freunde geben, welche bereit sind, wie heute Abend hier auf der Bühne anderen eine Freude zu bereiten. Meine Frau und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und verabschieden uns zusammen mit eben diesen Freunden in einem Finale. Es sind dies Tutilo und seine Alemannen, gespielt von der Volkstanzgruppe Neuhausnobeck. Die Tuttlinger Spielleute mit ihren alten Instrumenten. Thank you.
Ich hoffe, Sie hatten viel Freude an diesem Spiel durch die Jahrhunderte, durch die Geschichte von Tuttlingen und auch durch die Geschichte des Alpvereins. Ich darf mich an dieser Stelle recht, recht herzlich bedanken bei all den Mitwirkenden, bei der Alpvereins-Ortsgruppe Nendingen, die als Teilort von Tuttlingen uns bei diesem Fest ganz, ganz groß und gewaltig unterstützt haben. Die Ortsgruppe Nendingen sorgt zum Beispiel heute Abend für ihr leibliches Wohl. Die Kindergruppe, die habe ich eingeschlossen, die Ortsgruppe Nendingen. Und ich darf mich vor allen Dingen jetzt noch ganz besonders bedanken bei Max und Erika Faude, die hier sie durch den Abend geführt haben. Aber ich muss dazu sagen, die Max Faude hat nicht nur durch den Abend geführt, sondern hat dieses ganze Spiel auch geschrieben. Lieber Max, herzlichen Dank für dieses herrliche Spiel. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht allzu viel mitbekommen, aber ich hoffe, das irgendwann einmal zu sehen. Also, allen Mitwirkenden meinen ganz besonders herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich noch einen Vertreter der Ortsgruppe Nendingen, Alpvereins Ortsgruppe Nendingen, zu mir bitten und einen Vertreter der Ortsgruppe, der Volkstanzgruppe Neuhausen. Lieber Paul Gerhardt, wir kennen uns schon lange. Ich möchte dir als Vertreter des Volkstanzkreises, Volkstanzgruppe Neuhausen, Alpvereins Neuhausen, recht herzlichen danken für deine Mitwirkung, für eure Mitwirkung bei unserem Spiel hier. Und dir als kleine Anerkennung und als Erinnerung an die heutige Hauptversammlung, das heißt nicht Hauptversammlung, sondern an den heutigen Begrüßungsabend zur Hauptversammlung, an unseren Jubiläumsabend, diesen Teller überreichen.